Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 15 Feuerwehr. Wir haben heute einen neuen Einsatz reinbekommen, gerade eben ein Motorplatzer an der Kurve hier in Buchholz. Also da steht ein Fahrzeug, ein Servicefahrzeug und dieses Fahrzeug steht in Brand, also der Motor, wenn ihr es genau wissen wollt. So, und ich rücke schon mal mit dem MTW zuerst aus oder GW oder keine Ahnung. Mir gefällt dieses Fahrzeug und ich möchte es eigentlich auch mal verwenden. Jetzt möchte ich mal nicht so auf realistisch tun hier. Wenn jetzt irgendwelche kommen hier, wie zum Beispiel, warum fährst du mir jetzt erstes Fahrzeug mit einem MTW oder GW oder keine Ahnung, ja. Nein, ich möchte dieses Fahrzeug eigentlich mal wieder benutzen, weil es steht schon längere Zeit rum, ja. Und von daher benutze ich das jetzt einfach, so wie ich das möchte. Also, dieses Fahrzeug rückt jetzt zum Einsatz aus. Schwarzer Rauch dort vorne. Also das deutet schon mal auf dieses Fahrzeug drauf hin. Es könnte sein, ja, das ist es. MTW am Einsatzort eingetroffen. So, jetzt gleich zu guter Erst sperre ich mal schnell die Straße ab. Dazu muss ich erstmal das alles finden hier. Also da hatte ich gerade das Falsche angeklickt. So, da habe ich das auch schon. Ja, mal sehen. Vielleicht funktioniert es ja diesmal, irgendwelche Sachen hier zu platzieren. Nein, es funktioniert wieder nicht. Das ist doch manchmal nicht so schön, Leute. Dann muss ich halt wieder auf die Standard-Dinge zugreifen, wie die Pylonen hier zum Beispiel. Oder, na, die sind auch ein bisschen blöd. Nehme ich einfach ein Schild. Ein Schildchen. Ja, das ist doch auch schön. Schon perfekt. So, das passt auch sehr schön hier hin. Und das kann ich auch ganz entspannt auf die Straße platzieren. Aber was mich bei diesen platzierbaren Objekten stört, da können trotzdem Fahrzeuge durchfahren. Ja, das ist nicht gerade der Sinn der Sache. Das, ich weiß nicht, ich kann nichts gegen machen. Wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Dann kann ich auch nichts auf die Straße platzieren und dann habe ich auch keine Chance oder Möglichkeiten, das zu ändern. Ich habe die Straße jetzt provisorisch abgesperrt mit so einem Schildchen und ja, wenn jetzt Fahrzeuge durchfahren, dafür kann ich auch nichts. Oh ja, da steht schon mal ein nächstes Fahrzeug daneben. Super, also das meine ich damit. Okay, dann kommt jetzt das nächste Fahrzeug zum Einsatz. Ein, würde ich mal sagen, neues Fahrzeug. Also ist das neueste, was ich bisher in dieser Wache habe, weil ich habe das erst vorgestellt und ich verwende es jetzt in meinem Projekt. Der Rüstwagen, der umgebaute Rüstwagen, der super-duper Rüstwagen, also ein schönes Ding. So, der RW oder Rüstwagen rückt zum Einsatz aus.
Rüstwagen am Einsatzort eingetroffen. Wie ihr es gerade gesehen habt, da entsteht schon mal ein kleiner Stau, aber dazu steht ja dieses Fahrzeug da, das ich dann zum Absperren nehmen kann. Gerade wenn ich auf solcher Straße bin, wo ich halt nichts drauf platzieren kann, macht sich dieses Fahrzeug schon mal super. So, jetzt kommt das nächste Fahrzeug zum Einsatz. Natürlich ein HLF. Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Das HLF 2 oder 1, also ich benenne die Fahrzeuge immer so, also falls ihr das jetzt wissen möchtet, immer nach 1 oder 2, immer was ich zu guter Ersten nehme für ein Fahrzeug. Also mit den ersten HLF, was ich mal rausfahre sozusagen, das benenne ich auch wie jetzt in diesem Fall als HLF 1, nicht als 2, das war jetzt ein bisschen durcheinander. Okay, das HLF 1 rückt zum Einsatz aus. HLF1 am Einsatzort eingetroffen. Ich öffne bei diesem Fahrzeug die Rollos. Heckwarner wurde auch schon aktiviert und gehe zur Brandbekämpfung vor. Okay, der Qualm hat sich schon mal gelegt. Also er ist schon weiß geworden. Er ist ja sich mal schwarz und damit ist das Feuer auch schon gelöscht und der Motorpatzer wurde gelöscht. Also diese Motorpanne. Und ja, was brauchen wir denn natürlich jetzt noch? Genau, ach, da war er gerade schon abgebildet. Ja, genau, dieses wunderschöne Gefährt. Mein wunderschöner Abschlepper. Mein Spezialfahrzeug rückt zum Einsatz aus. So, mal sehen, ob ich jetzt um die Kurve komme hier. Weil das Ding ist ja schon relativ groß für diese Straßen. Aber es funktioniert einbeinfrei. So, okay, da bin ich auch schon am Einsatzort eingetroffen. Das ist ja fast nebenan, Mensch. So, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwas ramme hier. Okay, da bin ich auch schon. So. Dann mal den Kran runterfahren. Und unter das Fahrzeug muss ich jetzt. Okay. Ich kann tanken. Coole Sache. So, wie war das jetzt nochmal mit den Anhängen? Ich glaube mit irgendeiner Lampetaste. War das richtig? Ich weiß es nicht. Nein. Also dem Lichtmast bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ach, Mensch, Leute, wie war denn das, bitteschön? Letztes Mal wusste ich es noch, aber naja, okay. Es funktioniert nicht so, wie es eigentlich soll. Vielleicht geht es nicht bei allen Fahrzeugen, das kann ja auch sein. Also ich stehe jetzt eigentlich logischerweise richtig dran, ne? Aber wie man sieht, passiert nichts. Ich kann bloß tanken. Ach, das ist auch nicht das Wahre. Aber das war's dann auch schon. Ich kann Stützen ausfahren. Ganz klar. Aber das war's dann auch schon. Na, okay. Mehr wollte ich auch gar nicht machen. Ich wollte jetzt eigentlich bloß mit dem Spezialfahrzeug herfahren und dann wird dieses Fahrzeug eben noch begutachtet und festgegurtet, damit es dann sorgfältig abtransportiert werden kann. So, wir räumen jetzt noch ein bisschen auf hier und dann ist der Einsatz erfolgreich abgeschlossen und wir können wieder zurück zur Wache fahren und wir warten auf den nächsten Einsatz, der sicherlich demnächst kommt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, abonniert mich, falls ihr es natürlich möchtet, das sage ich immer, das ist kein Muss natürlich. Und ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag, haut da rein, bis zum nächsten Video. Ciao. Das Schild hängt im Fahrzeug. Naja.
Auto rein.